Hallo, hier ist wieder der Brennen von PW Playly und ich begrüße euch zurück zu einer neuen Folge Minecraft Live in Vanilla. So, wir sind hier noch beim großen Lagerumbau und wir machen das jetzt direkt mal weiter, denn wir haben jetzt... Moment, die Schilder... Die Kisten, okay, die können wir da lassen, aber die Schilder räume ich jetzt mal hier weg. Die räumen jetzt mal in die Kiste hier. Wir haben beim letzten Mal angefangen, hier groß unser Lager nochmal umzurichten. Das haben wir jetzt gemacht. Und das werden wir jetzt noch... Wir werden jetzt unten unsere Höhle quasi noch auflösen. Boom! Weg mit der Schüssel. Und zuerst kläre ich dafür mal hier draußen den Feld- und Wiesenbestand. Denn... das müssen wir eh abernten, damit es weiter wieder wachsen kann. Und dann können wir es auch direkt mitnehmen. Kann man schneller schwimmen, wenn man Sprinten macht? Nee. Und hier vorne noch. Sehr schön. So, die Kartoffelchen sind auch wieder gewachsen. Und das Weizen natürlich auch. Roden wir erstmal alles nieder. Das Weizen auch. Und dann hüpfe ich das Wasser. Weil sonst hüpfe ich nämlich mehrmals. Und da habe ich keinen Bock drauf. So. Kartoffelchen, noch mehr Kartoffelchen. Alles wundervoll mit Kartoffeln. Kartoffeln sind das Deutschen liebste Speise, das wissen wir doch. Ah, hör mal. Ich habe gerade gedacht, das funktioniert auch vorwärts mittlerweile, aber anscheinend doch nicht. Und nicht ganz zumindest. Da sind wir nämlich einen Tick zu schnell. So, perfekt. Dann Weizenkörnerchen. Ich hab Weizenkörnerchen gesagt, oh Gott. Ihr wisst, was ich meine. Männliche Weizenkörner. So, hier sind unsere Schweine. Die vervielfältigen wir jetzt mal nicht. Oder? Obwohl, doch, komm, machen wir. Und noch Kartoffeln. Ach, fressen die eigentlich auch diese Gammelkartoffeln? Hallo, wollt ihr giftige Kartoffeln? Nein. Na, da kommt ihr an, ne? Okay, du hast schon. Zack. Und dann nehmen wir die Kartoffeln mit. Die Karotten, die Weizenkörner, das Fleisch, Eier, Fleisch, Weizen, Weizen und hier den Schüssel. Okay, das passt nicht mehr alles mit. Geil. Au. Aua. Ich gerade mit meinem Fuß gegen. Ich habe meinen Rechner auf so einem Brett stehen. Weil das sonst nicht aus. Ah, weil der sonst auf dem Teppichboden steht. Und da habe ich gerade gegen getreten. Das hat wehgetan. Ein wenig. Aua. Mama, das hat wehgetan. Habe ich Steine dabei? Nein. Ich habe Erde dabei. Da 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 da. Achso, das geht hier gar nicht ganz hoch. Okay. Ja, das hat mir jetzt nicht wirklich weitergeholfen. Wir müssen dringend mal eine richtige Treppe bauen. Also nach dem Lager steht das als erstes an. So, jetzt hatte ich hier extra separat... Ne, Moment, das machen wir aber... Verdammt, da war ja schon was drin. Hier waren die Kisten, ne? Genau. Pam, 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 pam. So. Hier machen wir jetzt Essen rein. Kartoffeln. Dann hier hinten die Eier. Genau. Zuckerrohr. Karotten. Brauchen wir nicht mal an, deswegen brauchen wir nur die Hälfte.
Dann hier vorne, genau. Einmal Weizen. Einmal Weizenkörner. Fleisch, Fleisch. Steak, Steak. Steak. Fleisch. So. Hier haben wir noch 6 Eier. Dann haben wir noch Kohle und Kisten. Also Kohle würde ich jetzt hier reinpacken. Die Kartoffel kann man auch noch damit reinschmeißen. Genau. Und die Kisten da. Und dann habe ich die Taschen wieder leer. Und wieder runter mit uns. Zack, 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 zack. Du, 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 du. Unsere Öfen, die brauchen wir auch. Und vor allem oben. Okay, hier ist haufenweise Scheiß drin. Was ist da? Da ist noch Restessen drin, ne? Genau. Ups, das war falsch. So wollte ich sagen, genau. Da war noch ein bisschen Platz. Da ist nichts drin. Da ist haufenweise Krempel drin, okay. Nehmen wir mal hier Eisen mit. Feine Barren, Smaragde, Redstone, Lapis. Taschen voll. Gut. Mal wieder die Taschen voll. Hätte ich natürlich auch offscreen machen können, aber ihr wollt ja bei allem dabei sein und das respektiere ich. Ihr wollt bei allem dabei sein und das respektiere ich. Das habe ich schön gesagt. Ich kenne ja mittlerweile wenigstens den Weg, wo ich hoch muss. Das ist auf jeden Fall schon mal von Vorteil. So, dann nehmen wir hier die... Oder können wir auch die Kiste jetzt einfach nehmen. Eisen. Da habe ich eine gute Idee. Warte mal, was anders. So, genau. Ist auch schon fast voll im Kohle. Das gibt's doch gar nicht. Können wir noch eine Reihe machen. So, genau. Dann noch den Kohleblock. Machen wir es so rum. Sieht irgendwie schöner aus. Nee. Jawohl, doch, wir haben schon ein ganzes Stack Eisen, glaube ich, genau da. Dann nehme ich mal hiervon die Hälfte und davon nochmal die Hälfte. 24 Stück nehmen wir mit. So. Redstone. Ne, erst machen wir hier Redstone. Bam, bam. Aber dann machen wir, das ist, machen wir eine ganze Reihe. Genau. Dann haben wir hier Gold, das reicht eine halbe Reihe. So viele finden wir davon. Haben wir davon nicht und finden wir davon auch nicht. Ja, Lapis Lazuli können wir auch eine halbe Reihe machen. Das reicht auch. Die Dias machen wir einfach da drunter. Smaragde machen wir hier. Oh, dann können wir hier so machen. Machen wir es so. Genau. Sehr schön. So, das ist nochmal Essen. Äpfel. Oh, das habe ich jetzt irgendwie doof gemacht. Bam, 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 bam. Zuckerrohr. Eier. Finden wir, haben wir zwar, also wir produzieren zwar keine neuen, aber... Obwohl, wir könnten eigentlich mal... Die Eier könnten wir eigentlich so machen. Genau, und dann machen wir hier jetzt eine Reihe mit Karotten. Pflanzen wir vielleicht nochmal neue an, weiß ich noch nicht. So, und dann... Kürbisse, rote Beete, Samen, rote Beete, Äpfel, goldener Apfel. Da ist nochmal Zuckerrohr. Giftige Kartoffeln, schmeißen wir auch mal dazu, okay. Dann Steak, Steak, Steak. Rohes Fleisch, oh, genau. So. Genau. Dann. Das ist unsere Wertsachenkiste. Das ist hier so für Werkzeuge und Krempel. Wie viele Öfen? Weiß ich schon, wo ich die hinstelle? Die Angel. Und die Steinhacke. So. Dann gehen wir nochmal pennen.
Obwohl, wir könnten erst noch was anderes machen. Wir stellen erst nach unten die Öfen hin. Mhm. So, dann hier ins Bett. Badam, bam, bam. Ups, falsche Richtung. Da. Ah, wir können nochmal was knuspern. Genau, da waren jetzt nur so ein Kram drin. So, in der Kiste haben wir jetzt nichts mehr. Da können wir nochmal runterlatschen. Und noch schnell unseren restlichen Kram holen. Da müssten wir dann auch alles haben. Obwohl, haha, da sind wir noch. Das ist ja relativ viel Kram. Fällt mir dazu auf. Gerade in dieser Blumenkiste. Das schaffen wir bestimmt nicht alles in einem. Genau. Nehmen wir erstmal die wertvolleren Sachen mit. Verrottetes Fleisch. Geil. Wertvoll. Das ist wertvoll. So. Ja, müssen wir eh nochmal wiederkommen. Hilft ja doch nichts. Ich weiß auch gar nicht, ob man mit verrottetem Fleisch überhaupt irgendwas machen kann. Aber bis ich eine Entsorgungsstation habe, sammle ich das jetzt einfach, weil irgendwann muss ich es eh ablenken. Ich habe nämlich keinen Mülleimer oben, weil ich noch keine Lava habe. Könnten wir uns aber anlegen. So, dann haben wir wertvollen Shit. Da können wir das mit reinpacken hier. Die beiden Sättel. Wo sind sie? Da. Und die Pferderüstung. Und das Leder können wir auch mit reinpacken. Ja, denke schon, das ist okay. Das war Holz, das war Steine, das war irgend so ein Krams. Schmeißen wir jetzt einfach mal das hier mit rein. Genau. Und da oben habe ich noch nichts drin. Da machen wir jetzt eine Blumenkiste. Achso, hier irgend so ein Krams. Bam, bam. Genau. Und da kommen noch die beiden Kisten rein. So, jetzt nochmal runter und dann sind wir's. Haben wir's aber. Langsam nervt's nämlich. Die Tür bleibt natürlich erstmal stehen. Weil das ist ja hier weiter unsere Höhle. Genau. Hier gibt's halt jetzt noch nichts mehr. Aber es ist halt unser Eingang für unsere Mine. Und ich habe vor ein paar Folgen, irgendwie vor 10 Folgen oder so, Leder gesammelt für Verzauberungskrams. Ach, wie naiv. Ich dachte wirklich, wir könnten so schnell verzaubern. Packen wir hier Setzlinge, packen wir nach unten. Kann ich die besser identifizieren. So, Blumen, 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 Blumen. Hä, Moment. Irgendwas ist da nicht ganz richtig. Nur noch reingucken. Ich hatte doch ein ganzes Stack von irgendwelchen weißen Blumen. Margariten. Oder habe ich die alle zum Farbstoff gemacht? Das kann natürlich auch sein. Ja, das waren Margariten. Doch, das habe ich alles. Das habe ich komplett zum Farbstoff gemacht, ne? Kann das sein? Ja, wo ist es? Hier war, oh, wobei. Hm. Ist auch egal. Da war nichts Wertvolles verloren. Falls es weg sein sollte. So, hier noch Kisten. Okay, dann sind wir damit jetzt durch. So, dann genießen wir jetzt einmal schön die Aussicht. Das ist schon eine geile Aussicht. Wenn wir jetzt hier so eine hier müssten wir jetzt eine Treppe runterbauen. Hier auf der Seite kommt auf jeden Fall eine Treppe. Eine geile Treppe. Und die werden wir noch bauen. Da habe ich schon eine ungefähre Vorstellung, wie wir das machen können. Müssen wir aber nochmal genau, muss ich mir nochmal genau angucken dann. Aber da habe ich schon ungefähr eine Ahnung. Jetzt, was machen wir jetzt? Wir brauchen auf jeden Fall, brauchen wir ein Lager. Genau, das ist wichtig.
Hier weiß ich, was wir bauen. Da brauchen wir. Da könnten wir aber schon mal was machen. Ah, ne, doch. Wir haben jetzt den Scheiß oben gelagert, genau. Und zwar haben wir noch hier Stufen. Die müssten eigentlich dafür reichen. Hoffe ich jetzt einfach mal. Pam, pam, pam. Ne, Moment, so hoch brauchen wir gar nicht. Machen wir es erstmal nur bis hier. Das sollte es schon tun. Macht gern Doppeltreppen, deswegen machen wir da jetzt halt immer zwei. So, hier. Machen wir das bis hier so, dann hätten wir hier oben 1, 2, 3, 4 noch hoch. Das reicht auf jeden Fall. Okay, das machen wir. Dann kommen die Treppen nicht weg, aber ich brauche noch was anderes. Und zwar brauche ich das und nochmal ein Stack Eichenholz besser. Und hier nochmal ein bisschen Schwarzeichenholz. Nehmen wir mal ein ganzes Stack mit. Was soll der Geiz denn? Aua. Ah, da juckt es mich gerade so ein bisschen. Genau. Dann seht ihr schon mal, was wir da machen wollen. Damit ich das auch nicht vergesse. Ich vergesse das sonst irgendwann. Und dann, das wäre bitter. Sag ich euch ganz ehrlich. Das wäre ärgerlich. Also, bitter nicht, es wäre ärgerlich. Weil ich jetzt gesagt habe, ich habe da eine gute Idee und dann würde ich sie nicht umsetzen, weil ich es vergessen habe. Mhm. Das können wir so machen. Moment, das ist jetzt 1, 2, 3, 4, 5. Genau, dann machen wir hier. Erde weg. Ach so, ah, das ist ja nur eine. Ah, ja. Genau, das können wir hier gar nicht. So, das müssen wir dann so. Aber, hm. Das ist ja jetzt blöde. Als Halbebene kann ich so. Oder können wir das als Halbebene machen? Nee, können wir nicht. Moment, ich muss mal gerade gucken. Hier braucht 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das ist auch eigentlich kacke. Eigentlich müssten das. Wenn es ungerade wäre, wäre es besser. Auch gerade nochmal die Erde. Da. Das wäre ideal. Oder wir machen einfach auf der Ebene, auf der Seite keine Treppen. Sondern eben nur auf der einen Seite. Wäre für mich persönlich jetzt ehrlich gesagt nicht so schlimm. Ja, hier habe ich eine gute Idee. Hier sollten noch keine Treppen, bin ich Idiot. Genau. Okay. So, dann wäre das quasi da. Und da, genau. Gib mir hier zwei. Oder wir machen dann einfach hier. Da auch überall diese Dreier-Philosophie gefahren haben, machen wir hier einfach eine Dreier-Treppe. So, genau. Das ist nur noch 1, 2, 3, 4, 5, genau. Das heißt 1, 2, 3, das wäre die Mitte hier. Genau, das müsste, der müsste weg. So, okay. Ja, das kann man machen. Ich glaube, ich weiß jetzt, wie wir das machen. So.
Mhm. Mhm. Da quasi auch. So. Nee, das war jetzt zu. Obwohl, doch, klar, das genauso soll das sein. Eigentlich dann. Dann muss ich mal gerade gucken, wie weit müssten wir denn da überhaupt nach hinten? Mal weg. Bam, bam, genau. Und dann wäre cool, wenn da noch einer dran wäre. Denke ich. So als Abschluss quasi. Ich dachte aber gerade, ob wir hier zum Abschluss nicht quasi, anstatt da jetzt einfach platt sowas zu machen, machen wir einfach dann so quasi den Rand. Ja, so ein bisschen. Ein bisschen smoother vielleicht. Oder wir machen das anders. Das könnte man auch tun. Genau, so rum. So rum. War ja klar. War jetzt so eine Idee, die ich hatte. Was irgendwie, glaube ich, cool aussehen würde. Genau. Nein. Ich wusste es. Das Spiel hasst mich. Manchmal. Zumindest. Oh nein, Junge, du sollst es nicht so machen. Mach es einfach normal. So vielleicht. Okay, ich gehe erstmal nach oben. Wir gehen nämlich pennen. Ist schon Nacht. Wir sind schon zu spät. Aber wir müssen uns ja nicht übertreiben mit irgendwelchen Biestern, die vielleicht spawnen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Dann baue ich da an der Idee weiter und ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei. Wenn es wieder heißt, live in Vanilla mit dem Brandon, mit mir und bis dahin alles Gute und auf Wiedersehen. Tschüss!